So, meine lieben Freunde, jetzt heißt es wieder, es ist Zeit für ein Let's Play und zwar von Factory Manager Simulator. Das Spiel ist jetzt, glaube ich, noch nicht so gängig, weil es bisher leider auch nur 8 Nutzer-Rezensionen hat. Ich hatte es schon seit längerer Zeit auf dem Schirm, weil ich das mal mitbekommen hatte, dass es rauskommt und so weiter. Und ja. Deswegen, es kam raus am 11. September 2021 und in diesem Sinne, wie dass ich viel rede, springen wir direkt rein, spielen wir mal. So, ich habe jetzt allerdings auch nur meinen Namen da reingehauen. Es hatte gerade eben geklingelt. Finde ich gut eingestellt, ist das Spiel auf Deutsch. Zuhause, Autos, Fabrik. Soll ich da jetzt machen? Um die Karte zu öffnen. Haben wir. Ich nehme an, dass hier links dieses große Gebiet gemeint, das Gebäude. Deswegen Tür zu. Hoppala. Wieso fährt denn der rückwärts, wenn ich W drücke? Erst zurücksetzen. Darf ich denn hier jetzt das Auto? Was zuerst auf dem Parkplatz, dass ich. Boah. Jetzt kann ich auch verstehen, warum das Spiel nicht so positive Bewertungen bekommen hat. Uiuiui. Ich das Ding mal hier abstellen. Ach so. Karte, wir sind jetzt wo? Ah. Jetzt nur noch hier vor und dann eigentlich rechts ab. Möchte ich jetzt umfahren? Ne, der blockiert einen einfach.
So, willkommen in Ihrer Fabrik. Dies ist Ihr Büro. In Ihrem Büro finden Sie einen Computer und einen Fernseher. Verwenden Sie den Computer, um die Fabrik zu verwalten, Materialien zu kaufen und zu verkaufen. Richtig gepackt, passt. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Lager und was weiß ich was, habe ich ja verstanden, aber wie komisch, dass man da nicht wirklich was erklärt bekommt. Storage, gucken wir mal. Ja, schön. Also wir haben ein riesen Fabrikgelände, haben keine einzige Maschine davon. Wir sollen das von dem Onkel quasi übernehmen. Das Lager, da sind noch ein paar Teile drin. Hier ist quasi ausgestorben, da gibt es keinen. Und da hinten steht ein Gabelstapler. Finde ich etwas skurril, um es höflich auszudrücken. Wie funktioniert das jetzt? Großes Material. Heißt also, ich muss jetzt allen Ernstes wirklich da irgendwie einen Schreibtisch hinstellen und muss Maschinen kaufen, dass Handwerker hier arbeiten können. Also ich habe ja schon einige Simulatoren gespielt, ja, und ich meine, das sieht ja auch echt nicht schlecht aus. Grafik ist jetzt Geschmackssache, die finde ich okay. Aber das ist alles irgendwie, man bekommt nichts erklärt. Das heißt nur, der Onkel kommt zu einem und sagt von wegen, ah, ich kann das Ganze nicht mehr steuern. Oder beziehungsweise das Ganze nicht mehr machen, weil es geht einfach nicht mehr. Mach du das bitte. Dann hat man halt 20 Tacken, 20.000 Tacken oder 25.000. Fängt damit an, das ist alles schön und gut, allerdings, man wird da einfach hingesetzt. Von Tuten und Blasen keine Ahnung, man kann sich nicht mal eine Minimap anzeigen lassen oder man kann sich an sich nicht mal anzeigen lassen. Und
Es ist total unübersichtlich. Und jedes Mal, wenn ich nur gucken will, wo irgendein Laden ist, kann ich nicht mal im Auto die Karte öffnen, was total behindert ist. Man muss jedes Mal aussteigen. Behindert. Also hoffen wir mal, dass es besser wird, weil wenn nicht, dann... So, Bob, hilf mir. Hilf mir. Fünfundzwanzigtausend. Also es ist ja jetzt auch nicht böse gemeint, aber irgendwie die Holzstuhl-Workbench sieht für mich genauso aus wie die Regal-Workbench und die Paletten-Werkbank genauso. Die Bench-Workbench genauso. Die Schubladen-Werkbank. Fangen wir mal mit was. Günstig man damit. So, wie kriege ich den Spaß jetzt? Wie ich das geliefert oder? Habe ich die jetzt einfach? Ach so. Da hätte ich die Maschine vom Onkel gehabt. Gut, okay, das habe ich jetzt wohl in der Eile vergessen. Das ist allerdings nur menschlich. So, nochmal. Da muss der Opala. Da muss der Lappen auch allen Ernstes auch noch was essen und trinken. Als wäre das hier nicht schon genug unübersichtlich. Muss man auf den Spaß auch noch achten. Überall diese Poller, dass man ja nicht zu schnell fährt, kennt man ja mittlerweile. Ist ja auch richtig so, aber... in mein Gelände. So, stelle ich das jetzt, das ist die Lagerhalle und das da hinten ist doch dann die Produktionshalle. Weil ich stelle doch die Maschine nicht hier mitten einfach. Die Fläche da, das packe ich doch da hinten hin. Ich meine, es ist ja auch cool, dass man gesagt bekommt, hey, ich stelle das Auto auf dem Parkplatz ab. Ist ja auch richtig. Ach doch nicht am Anfang. Ort. Und schon wird gearbeitet, okay. Ach, Schraube und Holzplatte fehlt. Na gut. Aber ich meine, der arbeitet mal. Und wie funktioniert das dann? Der stellt hier was her und dann. Soll ich da mal gucken? Ach, Anforderungen Metall. Okay, da hätte ich bei dem Ding da vielleicht gucken sollen. Produktion stoppen. Darf ich die ins Inventar nehmen?
So. Das ist doch das, was der herstellt, Metallplatten. Produktion Metallplatte, ja. Weg damit. Jetzt hoffen wir mal, dass der Spaß da irgendwie auch mal Geld abwirft. Diese Metallproduktion. Fünfzigtausend Tacken. So sehe ich aus. Ich frage mich jetzt wirklich nur allen Ernstes, ob man das jetzt einfach laufen lässt und dann irgendwann sagt, ja, ich habe genug Metallplatten und die werden jetzt verkauft oder ich könnte es weiterverarbeiten. Dazu habe ich aber nicht den finanziellen Hintergrund. Aber da das hier ja gerade ein Let's Play ist und ich nicht großartig weiß, wie das da auf die Schnelle weitergehen soll, nehmen wir einfach mal ein Darlehen. Ja, danke. Jetzt kaufen wir mal Maschinen. Wir hoffen, dass wir da mal ein bisschen mehr Geld machen. Das ist ja echt grenzwertig. Dann darfst du nur da vorne parken. Also irgendwo hört es ja auf. Vielleicht dürfte man noch da im Büro, beim Büro, aber weiß man ja nicht. Das ist irgendwie echt seltsam. Das heißt einfach nur das Ding aus dem Inventar rausholen. Also diese Metallplattenverarbeitungsmaschine. Oder wie man das auch immer nennt. Hinstellen, da wird produziert. So. Was ich aber komisch finde, man kriegt gesagt, da ist das Lager, da die Maschine raus und ja. So, das ist alles schön und gut. Auf der anderen Seite frage ich mich allerdings, wieso kommt da nicht irgendwie was? Ich weiß, diese Tutorials sind ja nicht Standard, aber bei den meisten Simulatoren sind sie das eben. Hier ist es eben nicht der Fall und deswegen finde ich das ein bisschen fragwürdig, wie das Ganze sich ja gerade abspielt. Weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Mal abgesehen von dieser Maschine hinstellen und den Arbeiter da seinen Job machen zu lassen. Mehr weiß ich ja jetzt auch nicht. Mann. So, gucken wir mal. So. Wir bleiben hier mal bei der Metallverarbeitung. Moment, jetzt machen wir es mal anders da. Maschinenanforderungen. Jetzt gucken wir mal bei Metallprodukte. Rohmetall. Metallplatte und Metallsheet. Keine Ahnung, wie ich Metallsheet herstelle. Oder Metalsheet. So, Entschuldigung. 1, 2 und 3 sind für Rohmaterial und danach kommt der das hier, das. Ne, der andere macht ja bei mir gerade die Metallplatte. Ich bräuchte was, wo ich. Für Metallrohre. Metall. Sehe ich das hier irgendwo? Metallplattenmaschine, das ist. Ah, Metallstangenmaschine jetzt, okay. Metallblechmaschine, jetzt gucken wir. Ach, Mensch, ich wollte doch hier drauf. Metallstangen bräuchten wir eigentlich.
Allerdings brauchen wir für Metall, für Metallstangen brauchen wir auch das Rohmaterial. Da haben wir Metallplatte und Metallstange. Das heißt, wir können einmal das Gerät für Metallstühle und einmal das für Metallstangen holen. Metallstangen und einmal Metall. Stuhlwerkbank. So. Hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Geht das? Steuerung ist auch ein bisschen schwammig, aber das lassen wir mal so durchgehen. Essen und ermüden. Ich gebe dir gleich mal Essen und ermüden. Hier wird nicht. Hier. Von was ist der bitte müde? Fährt er nur mit dem Auto rum und kauft Maschinen? Darf ich da parken? Bitte? Mich hier hinstellen? Oh ja, immerhin etwas. Dann war es nicht so weit zum Auto. Jetzt stellen wir den anderen. Darf ich den hier nirgends hinstellen? Ah, muss ein Stück wegstehen von denen. So. Der braucht noch Metallplatte und Metallstangen und das wird hier gerade produziert, richtig? Metallstange. Toll, Ende des Tages und alle sind so weg. Jetzt hat man es einmal so ansatzweise ein bisschen verstanden. Rein da jetzt. Also ich muss sagen, wenn es jetzt wirklich funktioniert, ist es echt nicht so schlecht. Allerdings der Weg dahin. Ist echt steinig und schwer. Da muss ich nur überlegen, wo waren wir denn oder wo wohnen wir denn? Steht auch auf dem Parkplatz zu lappen. Nicht sogar hier unser Haus. Ja. Mann. Lichtschalter oder ist hier alles im Dunkeln? Essen will er nicht. Ach, Stuhl sitzt aber beim Kühlschrank kann man nicht. Herd oder Mikrowelle oder Brotkasten. Puh.
Jetzt hoffen wir mal, dass der Spaß jetzt funktioniert. Und die Stadt hier wirkt irgendwie total tot. Kein Auto, das läuft, oder kein Auto, das läuft. Kein Auto, das fährt, kein Mensch, der sich bewegt. Die hocken einfach alle nur da und gucken einen an. Also so langsam kann ich erahnen, warum da nicht so wirklich positive Reviews auf Steam sind, weil also das ist wirklich arg, arg grenzwertig. Lager, wo ist das Holz? Produkte verkaufen, ich würde gern Holz verkaufen. Ist nicht hier oben? Ja, gut. Alles. Metall, Plastik, Metallplatten. Ah, schon ein Metallstuhl. So. Ach so, das ist ja auch nicht schlecht. Man nimmt sich einen Kredit von 50.000 und dann kann man sie wieder auf einmal zurückzahlen, wenn man jetzt das Geld schon hätte, was ja bei uns leider nicht der Fall ist. Oder ist es so, dass jeden Tag die Bank quasi $500 von einem quasi den Kredit wieder abzahlt, so als Darlehen. So wie es ja auch hier steht. Nicht Darlehen, sondern Kreditrückzahlung. Darlehensrückzahlung. So, wie funktioniert das jetzt? Und ich warte hier jetzt einfach, bis die das da haben und das ist alles. Und dann verkaufe ich den Spaß und jetzt mehr nicht. Jetzt muss ich den. Hey, aufpassen. Trägt ja auch eine Schutzbrille. Ja, ist wie eine Sonnenbrille, aber ich lasse es mal gelten. Mann. Das Einzige, was wir aber kaufen sollten, wäre Metall. Ach so, man kauft immer. Okay. Ach so. Naja, gut. So, meine Freunde, das machen wir jetzt aber mal geschickt. Ich pausiere jetzt das Spiel, trink mal was, weil man hört es ja schon. Ich lasse das Spiel weiterlaufen, pausiere die Aufnahme und hoffe dann, dass da ein paar Stühle hergestellt sind, die wir dann wiederum verkaufen können, beziehungsweise die halten wir erstmal zurück und dann verkaufen wir sie. In diesem Sinne, bis gleich. So Leute, ich war jetzt 15 bis 20 Minuten weg. Ja? Ich meine, es sind ein paar Stunden vergangen. Gucken wir mal rein. Ich habe nämlich nicht geguckt. Produkte verkaufen. Kommt das jetzt her? Okay, 11 Stück. Da warten wir bis morgen und verkaufen. Da wäre nicht rennt der Lappen, der hat Hunger. Dann gehen wir mal zur Supermarkt-Tankstelle. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas zu essen kriegen.
Ach, wow, da ploppt jetzt was auf. Das habe ich gleich gemerkt, dass ich nicht rennen kann. Mann, 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 Mann. Also, diese Hilfe, diese Infotafeln, die das sind, sind echt genial. Also, da wäre ich nicht alleine drauf gekommen. Mann. Ja, ich weiß doch, dass ich nicht rennen kann. Was meinst du, warum ich hierher fahre? Hoppala. Ah, da durfte ich jetzt aussteigen, obwohl es kein Parkplatz ist. Tanke ich hier? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, kann ich einfach drüber heizen? Na ja. Stört ja keinen, hier fährt ja kein anderes Auto außer meins. War ich jetzt eins zu weit? Ah, jo. Da, die ganze Gegend hier, da ist alles einfach nur tot. Der steht hier rum, gafft auf sein Handy. Die hocken seit heute Morgen da. Ich weiß nicht, über was die reden. Will es auch gar nicht wissen. Der ist vollgesoffen und nickt einfach mit dem Kopf. Der ist scheinbar fertig mit der Welt. Lebendiger Zombie, ich weiß es nicht. Langweile. Hier ist alles einfach nur tot. Und ich verwette mein Arsch. Entschuldigung für die Wortwahl, dass wenn ich jetzt hier schlafen gehe, am nächsten Tag wieder rausgehe, alles genauso ist. Achtung, das Auto steht da, der Bus steht da an der Ecke, der Typ tippt aufs Handy. Achtung. Bist nicht müde, echt jetzt? Oh, Alter. Echt jetzt? Oh. Also, ich muss ja sagen, ich war am Anfang, habe ich gedacht, oh cool, Simulator, baust deine eigene Firma auf, lässt Sachen produzieren, kümmerst dich nur um den Verkauf, aber boah, also, da hat man irgendwie nicht mal ansatzweise irgendwie das Gefühl, was erreicht zu haben. Ich meine, klar, dass man sieht, dass der Preis jetzt nicht, also wenn man einen Stuhl verkaufen will, dass er gerade unter Marktwert ist und so, klar, das ist alles normal, aber hier fährt nicht mal ein Auto, die Müllabfuhr steht da hinten. Da passiert nichts. Nix. Es ist so eine tote Spielwette, das gibt's doch nicht. Der hockt immer noch da. Jetzt ist 16 Uhr, jetzt sollte der Typ aber so langsam mal müde werden, weil so langsam wird es grenzwertig. Gucken wir mal beim Autohändler, können wir da irgendwie was. Zeig mal her da. Autohaus, aber ich kann kein Auto kaufen. 55, 100. Ein Muskelauto. Alter. Muscle Car, aber nicht Muskelauto. Das war wahrscheinlich wieder so eine typische Google Translator Übersetzung. Muscle Car eingegeben und was kam raus? Muskelauto. Mann. Wow, es ist 16 Uhr und jetzt ist er müde. Sehr realistisch. Uiuiui, der gafft immer noch aufs Handy. Die hocken immer noch da. Achtung, jetzt achten wir mal darauf. Boah. Also ganz ehrlich, wenn das Spiel mal 50 Cent kostet, kauft's, aber ansonsten nicht. Boah, das ist ja furchtbar, ey. So, mach. Hauptsache groß und fett hingeschrieben, Unreal Engine. Das macht's ja besser. Boah, ja.
Von unserer Firma Geld gestohlen. Wow. Mal was, was ich bewegt. Da. Oh, der Typ hat ein anderes Outfit an, macht die gleiche Bewegung, der hockt immer noch da. Die sehen jetzt auch anders aus. Oh, der Bus ist weg. Oh, doch eine lebendige Spielwelt über Nacht. Boah, mein Gott, ey. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Von was mache ich dagegen, dass der Typ jetzt da eingebrochen ist und mir Geld geklaut hat? Ich meine, ich bräuchte erstmal 50.000, dass ich dieses andere Büro da bauen lassen könnte. Formal, dass die Metallpreise jetzt besser sind von den Stühlen da. Zeig mal her da. Wow. Wow, das hat ja viel gebracht. Also, es ist echt nicht böse gemeint. Ich habe Verständnis für vieles. Aber es kann mir doch kein Mensch sagen, dass das Spiel so gedacht ist wie diese anderen, ich sag mal, Handy-Games, die es gibt. Beim Handygame ist mir das relativ, ja. Wenn ich da ein Free-to-Play-Spiel habe und ich stelle da was hin und sage, ah, die produzieren und die verkaufen und es läuft einfach weiter, auch wenn ich das Spiel nicht zock, gar kein Thema. Find ich okay. Finde ich auch genial, weil das auch gut für die Leute ist, so wie diese Idle Games. Wenn du jetzt nicht so die Zeit dafür hast, du nur am Tag mal so 5 bis 10 Minuten reinguckst, sag ich gar nichts dagegen. Aber hier, wie schwer ist denn es bitte, hier Profit zu machen? Ich meine, gut, wir haben hier das Gerät haben wir von unserem Onkel geschenkt bekommen. Das Ding haben wir gekauft durch einen Kredit. Ist ja auch okay. Aber hier, der kann ein einziges Teil herstellen. Metallstuhl. Mehr nicht. Und hier, gut, die stellen die Dinger her. Das ist vollkommen okay. Ich finde das auch cool von der Idee. Aber die Umsetzung erstens mal, wie lange es überhaupt dauert. Ich meine, es ist ein Simulator, es ist aber kein Echtzeit-Simulator. Also kommt es mir echt vor, da dauert eine Stunde, was weiß ich, wie viele Minuten. Das braucht viel zu lange. Dann denkt man, oh, ich habe jetzt 14 Stühle, die verkaufe ich und dann machst du gut wie gar keine Einnahmen. Und ich sehe es nicht ein, mich an Rechner zu setzen und zu sagen, oh komm. Ich hocke mich hin, ich zock jetzt dieses Spiel. Ich habe schon den Namen vergessen vor lauter Ärger. Factory Manager Simulator, so. Setze ich mich ja nicht ran und sage, oh, ich spiele das Spiel jetzt. Setze mich dahin, kaufe Material und warte, bis es produziert ist. Verkauf's, guck, dass ich vor 16 Uhr zu Hause bin. Hol mir was zu essen für $25 in der Tanke. Geht dann nach Hause, weil der Charakter die ganze Zeit fit ist und dann ab 16 Uhr schlagartig müde. Und dann lege ich ihn ins Bett um 16 Uhr mittags, nachmittags, weil er ja so müde ist vom Rumsitzen und von drauf warten, dass Sachen produziert sind, bis die Dinger verkauft sind. Also, ne. Und es ist auch nicht mal so, dass ich jetzt sage, ich meine, es gibt andere Spiele, die da wesentlich besser sind, wie zum Beispiel Dragon Cliff. Wo du dann einfach wartest, deine Truppe stürmt und farm Material und dann gehst du an den Rechner, lässt das Spiel laufen, guckst alle 2, 3 Stunden mal drauf, sagst du, ah, die sollen die Rüstung herstellen, die sollen durch den Dungeon laufen, da sieht man was. Aber hier, das ist ja nix. Das ist nix. Da wird Metall gestanzt und bearbeitet und Metallstuhl, da drüben steht einer und dann verkauft man's und das ist alles. Das ist nix. Boah, also, ne. Sorry Leute, aber das war's für mich von dem Let's Play, sonst artet es noch mehr aus. Naja, kann ja sein, dass euch trotzdem gefallen hat, weil, boah, das ist also, es ist echt ein Kampf. Egal. Dürft mich gerne abonnieren, sagt's gern weiter. Bis zum nächsten Mal. See ya.